So, herzlich willkommen zum Sonntagsgespräch auf WLAN 24. Heute haben wir wieder einmal einen Korrespondent bei uns zu Gast, aber er ist viel mehr als nur einer, der für die Zeitung schreibt. Er ist diplomierter Wanderleiter, Hund von Sevis, heisst Michael Meyer. Und da haben wir jetzt endlich einmal ein Gesicht zu seinen Texten. Ja, herzlich willkommen, schön bist du da. Danke vielmals für die Einladung, Chris, merci. Du bist als Wanderleiter unterwegs. Wann hat es dir das erste Mal so den Ärmel reingenommen mit dem Wandern? Also wie bist du zu dem gekommen? Ja, ich glaube, das Wandern, das begleitet mich das Leben lang schon. Also seit ich mich erinnern kann, seit ich laufen kann, sind wir irgendwie unterwegs, immer draußen in der Natur. Nachher einerseits erst mit der Familie natürlich und nachher dann so Pubertät hat es für mich vor allem mit der IO-Zeit, also die Jugendorganisation vom SAC. Und von dort aus bin ich dann sehr viel auch klettern, Skitouren machen, alles. Und das ist eigentlich, von dort her muss ich sagen, ist der Virus schon ziemlich dann dabei gewesen. Hat mich immer gefesselt gehabt, eigentlich, das ganze Leben. Ist das auch vielleicht ein bisschen, weil du Sevis aufgewachsen bist? Oder weil man dort ja fast schon wandern, klettern muss oder so? Ja, nein. Oder, nein, selbst ja. Natürlich nicht. Also, aufgewachsen als solches bin ich ja im Aargau eigentlich. Und dann erst so nach Ende von der Lehre, wo ich dann ins Bündnerland und auf Sevis gezügelt bin. Vorher sind wir als Wochenendaufenthalt oder wochenendmässig. In der Ferien bin ich sehr viel Sevis gewesen. Aber dort im Aargau haben wir eine super Kollegengruppe eigentlich gehabt, wo wir die Verbindung dann gemacht haben und halt das genutzt haben, dass wir im Raum, Grossraum Zürich, dass wir dort halt super Ausgangsgebiet hatten für überall hin zu Berg. Aber von dort her, ja, nachher natürlich umso schöner für ins Bündnerland und dann mehr können zu Berg. Das Hobby zum Alltag machen können, oder? So zum Alltag machen. Nachher ist natürlich mit, dann ist irgendwann ist Familie und Beruf ist noch mehr gewesen, dann ist das mit dem Klettern und Skitour ist ein bisschen in den Hintergrund treten. Und jetzt ist es so ein altersstufengerecht, ist jetzt das Wandern wieder mehr in den Fokus treten. Ja. Geht schon fast auf Senioren? Nein. Nein. Nein, ist eben noch nicht. Oder? Ja. Das ist etwas, was mich immer wundern nimmt. Also wenn jetzt so prinzipiell findest, ja, mal mir gefällt es eigentlich draußen auch. Ja. Gibt es in der Region eine Haufen Möglichkeiten, um mal so einen leichten Einstieg zu finden? Oder? Ja. Muss man im Prätig auch schon mal ein bisschen beieinander sein, um auf eine gescheite Wandertour zu gehen? Also es gibt extrem viele lässige Sachen zum Start. Also wenn es wäre, einfach mal wette. Wichtig ist ja, dass du überhaupt rausgehst. Wenn du gerade auf eine Wanderung wette, ich meine, wenn wir jetzt von Flash aus schauen, Flash umeinander, um das Elhorn, um Regi zur Spitze, man muss ja nicht unbedingt gerade auf dem direkten Weg und über einen Leiterweg auf der Regi zur Spitze rauf zum Einstieg, sondern man kann auch gemütlich mal in der Ebene ein bisschen bleiben oder durch die Winger laufen. Also es gibt dort viele Sachen. Dann natürlich auch die ganze in der Herrschaft-Thematik. Wenn man jetzt von Langquart, von Igis her schaut, wie du oben raus kannst, über Zitzers Trimmis nachher richtig Chur, gibt wahnsinnig schöne Wege, die man oftmals gar nicht so kennt, die überhaupt nicht streng sind, nach meinem Dafürhalten, also auch anspruchsvoll oder mit einfachen Schuhen kannst laufen. Also es gibt auch viele schöne Wege da in der Gegend, wo du das ganze Jahr kannst gehen und wo du nicht gerade musst, unbedingt, weiss ich, wie ausgerüstet und zum Auftakt gerade an die persönliche Leistungsgrenze gehen. Was empfiehlst du so jetzt für Einsteiger? Also so vielleicht einmal eine Stunde wandern oder so? Oder? So Tageswanderungen sind doch schon ein bisschen streng oder schwierig auch, ne? Gell, wenn dann mit dem Wandern, sagt das Tageswanderung oder so, es kommt immer ein bisschen darauf an, wettest du, bist allein, bist zu zweit, bist mit Familie, bist mit kleinen Kindern, wie jetzt denn bei dir ist jetzt das so langsam ein Thema, oder mit dem Globiweg, willst du ein Thema noch dazu nehmen, wo du wettest nehmen und von dort her ist das, für mich ist das vor allem im Fokus, dass man eigentlich die Freude an der Natur, dass du rauskommst, dass du ein bisschen die Natur erleben auf diese Art, das macht sie vor allem aus. Und wenn du nach einer Stunde so happy bist,
super. Und wenn du das Gefühl hast, komm, wir gehen zwei Stunden und verbinden es vielleicht noch mit einer Einkehr in einer Beiz oder mit einem Picknick hier und so zurück. Also es ist nicht ein Hochleistungssport. Oder? Es ist eine Herausforderung, aber es geht nicht darum, dass man einfach jedes Mal Beat Yesterday ist eigentlich nicht das Thema, sondern die Idee ist, dass wir plauschen und dass wir etwas für unser Gemüt tun und auch natürlich nebenbei auch noch für Gesundheit. Ja. Die Wunderlust entdeckt, oder? Wie genau. Bude da heisst quasi. Was ich mich ein bisschen gefragt habe, ist, du bist ja mal bei Raiffeisen gewesen. Ja. Hast du dort zumal auch schon so Wanderungen angeboten oder hast du dort nicht so den Plan gehabt, um nebenbei so etwas aufzubauen? Ja, das ist das erste so ein bisschen gekommen, seit du bei IBW bist? Das hat sich so ein bisschen entwickelt, das siehst du schon richtig. Es hat sich so ein bisschen entwickelt. Also der Gedanke war schon immer, früher hatte ich mal noch in den jungen Jahren mit dem Bergführer Gliebäugeln gehabt, dann ist dort aber die Sportklettern ein recht wichtiges Kriterium gewesen und das hat mich nie so richtig, ist nie so meine Welt gewesen. Und dann ist das mit dem Wanderleiter aufgekommen. Der Fachausweis hat es dann vor Grössenordnung 15, 20 Jahren ist das ins Leben gerufen worden. Und da habe ich belächelt. Ich dachte, ja nein, also, das ist das Letzte, dass jetzt noch ein Wanderleiter so quasi eine Ausbildung muss haben, oder? Das kannst du doch allein. Ich habe es aber gleich im Hinterkopf ein bisschen abgespielt und es sind andere Prioritäten im Leben gewesen. Und jetzt so in den letzten Jahren, ist das Thema wieder mehr aufgepoppt. Das ist schon so ein bisschen so. Es war immer so ein bisschen rum und jetzt ist es einfach, wo es noch mehr in den Fokus gerückt ist. Und einerseits sicher, jetzt während der Zeit, als ich an der IBW arbeite, wo sich das mit mehr entwickelt hat. Das andere ist aber auch, ich hatte vor ein paar Jahren noch ein bisschen ein gesundheitliches Intermezzo gehabt, wo die eine oder andere Priorität im Leben nochmal frisch justiert haben und müssen sagen, hey, weißt du, das kannst du nicht immer denken, das mache ich dann mal, wenn ich pensioniert bin und das mache ich dann mal dann und dann, sondern du musst gewisse Sachen dann leben, wenn es reif ist und das mit dem Wandern ist jetzt reif. Und darum auch das Miteinander, das Thema mit Fotografieren, mit Wandern, mit Schreiben auch für die Prätiger oder für andere Organisationen. Das ist das, was ich jetzt Freude zum den Mix können aufbauen an sich. Mhm. Du sagst eben aufbauen. Und wenn ich so schaue, was du alles machst, so nebenbei, habe ich mal dich gefragt, ja, ob nur 50% oder 80%. Aber du schaffst ja, glaube ich, anscheinend 90% für IBW. Oder? Ja, bist ja dort für die Ausbildung zuständig, oder ja. Habe ich es richtig in Erinnerung? Genau, also ich bin an der IBW Höhere Fachschule Südostschweiz bin ich tätig als Schulleiter für die Teilschule Wirtschaft. Also sprich alles, was mit kaufmännischen Aus- und Weiterbildungen zu tun hat und auch Seminarbereich, wo ich darf koordinieren und gestalten und entwickeln. Und dort auch noch ein Teil das vom Organisatorischen und auf der anderen Seite ein Teil noch etwas unterrichten. Also das nimmt sicher einen grossen Teil der Zeit in Anspruch, aber mit unseren Arbeitsgesetzen, die wir haben, wo du jenes wie nach ein paar Stunden arbeiten, mit 90% bist du nach 7,5 Stunden arbeiten, bist du ja fertig und dann hast du noch von 24 Stunden vom Tag, hast du dann eigentlich noch ziemlich vieles. Also dort kann man wahnsinnig viel machen. Und gerade jetzt auch mit den heutigen Möglichkeiten, gell? Wenn du schaust mit was wir online mit diesen Möglichkeiten auf dem Arbeiten auch, mit die Homeoffice oder Remote Work oder wie man dem auch immer sagt. Homeoffice auf dem Berg machen. Hast du so viele Möglichkeiten, wo du kannst Themen schreiben, machen, fotografieren. Also es bietet schon vieles heute. Man muss schon ein bisschen schauen, dass man das Balance behaltet, aber es gibt auch wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man es kombinieren kann. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt auch schaue für jetzt bei uns, wenn ich jetzt sage, für die Prätiger Zeitung, dann sind sie auch Anlässe, wo du wieder das Netzwerk nutzen kannst und denkst, jetzt bist du mal da und dort und dann gibt es die Möglichkeit, mit dir etwas über die IBW reden oder gibt es Themen über das Wandern und so. Also das ist eigentlich für mich, das ist ja nicht einfach nur ein Work-Life-Balance, sondern es ist ja eine Life-Balance, die du am Schluss musst haben. Das gehört, fließt ja alles zusammen und es muss einfach Freude machen an dem, was dran ist. Hat sich das auch so ein bisschen, also
Mir dünkt, jetzt bist du so wirklich schön drin. Jetzt ist es sehr stimmig. Bist du das bei Raiffeisen nicht gewesen? Also hast du dort nicht so eine gute Work-Life-Balance gehabt? Hast du ja gesagt vorher, hast du es neu sortiert? Well, ja. Es ist anders gewesen, oder? Es ist anders gewesen. Also ich würde überhaupt nicht sagen, gut oder schlecht überhaupt nicht. Es war eine ganz lässige Zeit gewesen, auch dort. In dieser Bankenwelt war einfach eine andere Zeit gewesen. Die hat mich anders beansprucht. Die Familiensituation war dort noch anders gewesen, mit den kleinen Kindern, also wo die Kinder klein waren. So. Das beansprucht mehr und dann hast du irgendwie für mich mehr den Fokus, um zu sagen, jetzt haben wir das Schaffen ist eins und das, was neben dem Schaffen ist, möchte ich vor allem für die Familie dann so ein bisschen einsetzen und machen. Und jetzt in der Zwischenzeit sind Kinder erwachsen, sind aus, die Frau, die wieder anderweitig am Schaffen ist und andere Aktivitäten auch pflegt. Und von dort her gibt es irgendwie wie so einen neuen Lebensabschnitt, wo einfach anders wieder Raum hat und anders wieder Platz zulässt. Mhm. Also ich will das überhaupt nicht sagen. Und dort während der Bankenzeit, ja, dort bin ich relativ stark absorbiert gewesen, auch vom Arbeiten selber, dass ich dann vielleicht mehr in der Freizeit gefunden kann. Jetzt will ich einfach nur für mich laufen, zu Berg gehen, wie auch immer. Das hat immer Platz gehabt. Und wie weniger die Idee noch wirklich konkretisiert kann, zu sagen, jetzt will ich das noch als zweites Standbein aufbauen. Ja, das hat sich so wirklich in den letzten Jahren viel mehr so entwickelt. Jetzt hast du kürzlich dein Diplom gemacht auf dem. Also hast du jetzt so einen offiziellen Fachausweis? Umhängst für auf die Berge gehen. Genau. Nur, dass ihr wissen, gell? Diplom. Genau. Nein. Es ist ein Fachausweis, also ein eidgenössisch anerkannter Fachausweis, Wanderleiter. Was ich da gemacht habe. Die Ausbildung ist jetzt 2,5 Jahre, hat mich das sehr stark beschäftigt. Und habe jetzt im Januar habe ich den Winterteil noch abgeschlossen gehabt, mit Schnee und mit Lawinenkundthematik alles auch. Und dann im Februar die Mitteilung gekriegt, dass ich es bestanden habe. Und bin jetzt eigentlich, das geht jetzt noch ein bisschen weiter. Ich habe aufgrund von der ganzen Ausbildungsthematik habe ich dann auch noch die Module dazu gemacht, wo man die UIMLA-Anerkennung haben kann. Das ist die Union of International Mountain Leader Anerkennung. Also sprich, dass ich eigentlich weltweit nachher kann kommerziell auch Wanderungen anbieten kann. Und auch mit dem T4-Modul noch. Sprich, dass man dann auch in dem Weiss-Blau-Weissen oder im weglosen Gebiet, also alles, was eigentlich nicht Klettern ist oder nicht Skitouren, so Sachen, dass ich dort wirklich jetzt parat bin, um das können machen. Wird ein bisschen unterschätzt zum Teil, oder? Weil es geht dann auch in die Risikosportarten rein, in die Risikoaktivitäten, auf dem Risikoaktivitätengesetz. Und dann denkt man sich, ja, das Wandern, Wanderleiter. Aber es ist gleich so ein bisschen, ist es so die Abrundung, wenn wir sagen, auf dem Level ist es das, wo der Standard ist, wenn mit einer Gruppe willst kommen, wo einfach auch versicherungstechnisch und so, wo einfach nochmal ein anderes Level ist, um zu sagen, jawohl, jetzt kann ich mit bestem Gewissen anbieten und die Gäste können auch mit bestem Gewissen bei mir anklopfen, um so Touren und Erlebnisse Sommer, Winter zu machen. Ja. Öffnet so eine Ausbildung auch Türen? Also, ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass du sogar mit offiziellen Stellenwanderungen anbietest. Genau. Ja, es öffnet schon Türen. Also ich bin ja zu einem grossen Teil bin ich noch für den Wanderweg Graubünden tätig. Ich darf dort mit dem Team von der Wanderleiter Graubünden mitmachen. Einerseits bin ich dort auch noch als Fotograf dabei und in der Ausbildung, wo ich darf meine Ideen mit einbringen darf, auch mit dem Kursangebot. Das ist natürlich eine andere Welt, die es einem hier eröffnet. Und dann ist das wie überall im Leben und mit Tourismus und Netzwerkpflege. Dann gehörst du wieder eine Tourismusdestination da und dort. Oder auch mit Tour Operator, wo ich zusammen bin, wo ich arbeiten darf. Also sei das für Baumalereisen, wo ich recht viel mache. Und ich merke schon jetzt, wo du auch den Abschluss dann hast, wo man dann auch mehr vom Gebirge her, dass es gibt noch viele Möglichkeiten, ja, zu mit dem Bereich. Schwierig ist es, zum richtig davon leben
Und das ist auch ein Teil, wo ich sage, ich möchte so ein bisschen einen Mix, oder? Das, was jetzt ist, vom Arbeiten und vom so, das ist eigentlich noch gut. Vielleicht darf es noch ein bisschen weniger Festanstellung sein und ein bisschen mehr noch wandern. Aber der Ausgleich ist eigentlich super, oder? Weil so freust du dich auch auf die Tour wieder, bist viel unterwegs, erlebst wahnsinnig viel mit spannenden Leuten, lässige Regionen entdecken in der Schweiz, im Ausland. Also von dort her ist das eine super coole Sache und am Schluss kommst du immer zufrieden heim. Was ist also das Beste, was du bis jetzt auf einer Wanderung oder in den Bergen allgemein erlebt hast? Oder ist das noch schwierig, wenn man so viele Erinnerungen schon hat an die Berge? Ja, ist noch schwierig zu sagen, was ist genau das ist das Beste und das Highlight gewesen, oder? Das Highlight ist, noch Sonnenaufgänge. Also banal, das tönt, aber wenn du halt irgendwo am wirklich morgen früh irgendwo auf einem Gipfel bist oder an einem schönen Aussichtspunkt und kannst dein Köcherli einstellen und ein Käferli machen und den Sonnenaufgang geniessen in dieser Ruhe, das sind schon einmalige Momente. So, und das ist auch das, wo ich dann oftmals denke, was so für uns selber, wo wir sagen, wir müssen uns einfach nicht allzu wichtig nehmen, immer. Schon wichtig, aber schon nicht allzu wichtig, wenn du dann schaust, was wir eigentlich für eine Bedeutung haben, vielleicht auch. Das sind schon so Momente, wo ich denke, das ist lässig. Wenn du es ganz allein kannst geniessen, aber auf der anderen Seite auch, wenn du mit einer Gruppe bist, wenn ich darf Leute an so Orte herführen, wo die ausflippen, wenn die ein Murmeli sehen und denken, hey, das habe ich noch nie so gesagt. Und dann denkst du, ja, hey, Moment, es ist nur ein Munk. Aber für sie selber, und dann merkst du, so, wie die Leute kannst begeistern für so das Erlebnis Natur, das sind ganz schöne Momente, ja, wo ich denke, mach den Plausch, um den Leuten auf diese Art können, Natur und die Umwelt so näher zu bringen. Mhm. Und auch so das Verständnis von diesen Tieren und von den Pflanzen miteinander. Das aber ist es denn nicht so ein bisschen, dass die Begeisterung ein bisschen abnimmt von den Bergen, je mehr dass man da oben ist? Also, Nein, ist das nicht? Also eben, weißt, wenn du davon schwätzt, oder? Ich würde auch halb ausflippen, wenn ich einmal einen Munk sehen würde, oder? Aber für dich ist das so, ja, die siehst du fast jede Woche, oder? Oder irgendwie so. Ja, aber, also, dann hast du schon nicht mehr so genau die gleiche Freude, oder? Anders vielleicht. Anders, weil es ist ja klar, für ein Wehr, das noch nie gesagt hat, oder wo die Kätzchen, die Jungen und so weiter noch nie gesagt hat, der denkt vielleicht, ja, hey, das ist wahnsinnig einmalig. Für mich, man hat es schon gesagt, man kennt es schon ein bisschen, aber es ist jedes Mal eine neue Art von Begegnung. Und dann denkst du, vielleicht jetzt probierst du mal so und so und kommst dann vielleicht ein bisschen näher oder auf eine andere Art, oder ich tue viel und gerne fotografieren und dann kannst du so auf diese Art andere Aufnahmen machen. Nein, dass man jetzt so genug hätte. Also vom Essen habe ich irgendwie gedacht, ja, jetzt mag ich einfach nicht mehr. Aber da ist irgendwie, das ist jedes Mal neu, oder? Fast bergsüchtig so. Bergsüchtig, können wir vielleicht ein bisschen so sagen. Oder wunderlustsüchtig. Ja, genau, Wunderlust, so ja. Genau, also darum sage ich ja mein Wortspiel, oder mit meinem Brand, wenn so will, ist mit Wunderlust, dass ich sage, mit Wunder und lustvoll die Natur entdecken. Und das ist, von dem kannst du fast nicht genug haben. Ich habe jetzt auch gerade das Vero jetzt gerade gebucht hat von Fotografen von Deutschland, die jetzt bei uns in Natur eigentlich mal bei uns kommen, Naturfotografie und Tierfotografie. Und denke, das ist doch sensationell. Wenn ich im Vorgespräch am Telefon mit denen zum abholen, was die wollen, ist das ein Plausch, wenn ich höre, mit welcher Vorfreude, was für Freude, dass die kommen und was die erleben wollen und was sie eben nicht sehen, was für uns vielleicht selbstverständlich ist. Und wir tun das ja ein bisschen, wie wenn es, weil es vor der eigenen Haustür ist, ja, schätzt man es vielleicht nicht mehr gerade gleich, oder? Aber ja, ein Stand ist vielfach höher im Kurs als der Berg, der gerade oben im Dorf steht. Ja. Nicht? Also das ist schon ein bisschen so das ist, eine Krankheit, die die Leute haben. Das ist so ein bisschen, oder? Und was ja auch müssen relativieren, oder? Wenn ich jetzt den Berg gehe, es ist ja nicht immer nur der Gipfel im Fokus, sondern du kannst auch schöne Touren machen, Wanderungen, super Erlebnis, ohne dass du auf einem Gipfel warst. Wo du einfach sonst eine schöne Weganlage suchst oder eine Routenplanung. Da bist du am Schluss nicht. Klar ist es schön, auf dem Chaisi oben zu stehen und über das Land zu schauen, aber ich gehe auch verschiedentlich im Rätikon laufen, ohne dass du auf den Gipfel gehst. Und das ist auch faszinierend. Und, ja. Der Weg ist das Ziel, oder? So geht schon ein bisschen, klischee-mässig zu sagen.
Was mir auffällt bei dir, eben du tust gerne fotografieren, auch in den Bergen. Du schreibst Text und wanderst. Wieso gibt es denn eigentlich von dir noch kein Buch? Also weißt du, du könntest ja irgendwie alle Leidenschaften miteinander verbinden. Ja, ist du sprichst einfach, da einen geheimen Wunsch an, gell? Ist da einfach noch ein bisschen, halt, weil du jetzt mit der Ausbildung so eingebunden warst, dass das vielleicht noch nicht so zu Ende gedacht worden ist. Das ist ein bisschen. Ist tatsächlich ein Thema, wo irgendwo im Hinterkopf schwelt, so ein bisschen, mal ein Buch zu machen. Und ehrlich gesagt, weiss ich nicht recht, du kannst mir eigentlich, könntest du mir mal helfen, oder? Eigentlich kann ich. Du könntest mich mit coachen. Ich weiss nicht so recht, wie man da hergeht, um so ein Buch zu machen. Aber es wäre schon mal noch cool, auf eine Art, ja, um die Themen noch so ein bisschen zusammentragen und etwas daraus zu machen. Wer weiß. Und auf der anderen Seite denke ich dann wieder, es gibt schon so viel, wo probieren mit diesen Büchern, weiss ich nicht was. Aber es ist aber etwas, wo es, mich... Es wäre jetzt ich sehe jetzt das noch relativ gut. Weißt du, machst ja so Panoramashots, oder? Mit der Fotokamera könntest relativ viel dazu erzählen. Ja. Es würde sich so anbieten, weißt, wenn du ein Buch machst und nachher das auch vorstellst in Vorträgen, weißt du, so quasi sagst, hey, schau das und die Geschichte. Es springt einem wie so ein bisschen an, oder? Dass man das eigentlich jetzt noch, es wäre noch so ein Projekt. Aber es ist ein Projekt und es ist aber auch ein Projekt, wo ich muss sagen, das braucht auch wieder wahnsinnig viel Zeit. Mhm. Also ich sehe das jetzt, oder wenn ich viel unterwegs bin, wenn ich eben Bild und Text oder wenn ich auf der Homepage Sachen mache und am Bloggen bin, das sind spannende, sind lässige Sachen, aber wenn du dann wirklich dann tauchst dann ab, dann bist du nicht mehr viel voraus. Also dann bist du wirklich im Moment am Schreiben, am Texten machen. Und irgendwie so, es ist noch nicht ganz reif, aber es ist durchaus denkbar, dass ich mal noch die Richtung weitermache. Ja. Was sind sonst so jetzt das Jahr noch so deine Ziele mit Wandern? Hast du irgendwie so noch einen Berg, den du ums Verrecken willst? Jetzt geht die Saison wieder so richtig los, ab dem Mai. Also jetzt ist es so gerade so ein bisschen eine Zwischensaison für mich, um wieder ein bisschen. Wobei die Winterwanderungen sind wieder erstaunlicherweise wieder möglich Im April. Genau. Es war auch die Versuche gross, um nochmal den Schnee schon rauszunehmen, aber hat es dann gleich aber heuer ist so ein bisschen das Thema, jetzt könnten im Mai, Juni sind jetzt verschiedene Reisen wieder. Was ich mich ganz besonders freue, ist auf Korsika. Ich habe eine neue Wanderung entwickelt, eine Wanderwoche in Korsika, wo ganz schöne Wanderungen und Touren drin hat und die wird im September stattfinden. Auf die freue ich mich besonders. Also dort gehst du selber auch mit? Ja, das darf mit einer Gruppe zwischen. Genau, das darf ich eben für Baumler darf ich das machen und habe die Tour selber entwickelt und zusammengestellt. Bin jetzt im März im Detail nochmal rekognoszieren allweg. Und muss sagen, auf die freue ich mich wirklich sehr. Es gibt ganz schöne Wanderwochen, die wir hier unten werden haben. Super Regionen, ganz tolles Gebiet, also das Gelände, das lässig ist. Auch von der Kulinarik her, einfach so das Rundum auf Korsika. Auf das freue ich mich ganz speziell. Und ich denke, also wenn du fragst so nach Highlighten, ist es glaube ich schon ein bisschen in die Richtung. Nebst anderen Sachen, die wir jetzt laufen wieder gehen. Aber das ist schon. Aber ist dann so etwas, wenn jetzt die Tour hast du entwickelt, willst du denn die auch zukünftig über mehrere Jahre hinweg immer wieder anbieten können? Ja. Die ist eigentlich jetzt im September ist sie der Auftakt, wo sie das erste Mal stattfindet. Und dann nächstes Jahr wieder einmal im Frühling und einmal im Herbst, wo das eigentlich fest ins Programm soll aufgenommen werden. Ja. Und das machst du während deiner Ferien? Wie findet das deine Frau? Also findet sie cool? Ein Teil ist natürlich in meiner Freizeit, darum arbeite ich nicht 100%. Und ein Teil nehme ich noch, ist Ferien in dem Sinn, ja, das ist so. Mhm. Und das mache ich. Danita kommt sehr gerne mit an verschiedene Sachen.
Aber sie ist jetzt auch nicht gerade so, dass sie sagt, ich muss bei jeder Wanderung voll dabei sein, sondern genießt zum Teil auch, dass sie ihren Teil hat. Wir machen dann sonst etwas miteinander. Und was jetzt noch einfachere Sachen sind, oder ein bisschen gemütlichere, kommt sie tatsächlich auch ab und zu mit auf Begleitung. Also Sardinien ist sie zum Beispiel auch mitgekommen, hat gefunden, das wird sie auch mal selber erleben. Also von dort her, es ist aber nicht so, dass wir jetzt nur, wir haben genug Zeit auch noch miteinander. Ja, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass sie auch ähnlich angefressen ist wie du? Nein. Und jede Wanderung mitkommt? Nein. Sie hat auch den Plausch von draussen, sie kommt gerne von draussen, vor allem im Sommer kommt sie gerne mit auch wandern. Aber der Virus, also sie ist schon nicht gerade gleich krank wie ich diesbezüglich. sie ist gerade so gerne auch mal auch daheim und in der Umgebung und ein bisschen, ja, muss sie nicht auf jede Wanderung dabei sein. Und ich kann halt am liebsten fast Tag und Nacht. Ja. Hey, nein, super. Danke vielmals, dass du da bist. Sehr gerne. Und ein bisschen Einblick. Geh hast wunderlust.ch, dort findet man eigentlich alles, was du machst. Ja, schauen dort mal rein. Das war schon vom WLAN 24 Sonntagsgespräch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.